Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. In der letzten Folge ist uns Far Cry abgeschmiert und ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hingeworfen werden. Ja. Ich bin planlos. Ich frage mich, ob wir jetzt den schwarzen Tiger haben oder nicht. Ich weiß es nicht. Hallo? Jason! Ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Barsch hat mich geschnappt. Ich konnte mit Leesha fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Barsch. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra. Du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft... Das kennen wir doch alles schon. Wir haben ein Quad gefunden. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich... Aha. Ihr Tempel ist im Dschungel. Boah, mit dem Quad können wir hier überhaupt nichts anfangen. Auf der Halbinsel müssten wir jetzt ganz weit fahren. Wir könnten jetzt mit der Hauptvision, oder Hauptvision, sage ich schon, mit der Hauptmission weitermachen. Allerdings brauche ich Buffel. Schnellreise. Yeah. Das mit dem Quad war total umsonst. Sorry. Ich hoffe, mir schmiert Far Cry nicht direkt wieder ab. Wäre nicht so toll. Munition. Sturmgewehr Munition. Wir können einen Schnellverkauf machen. 9 Gegenstände. Joker-Spielkarte, kubanische Zigarre. Kann ich das nicht alles verkaufen? Beute kann nicht verkauft werden. Brieftasche voll. Oh, Brieftasche ist voll. Bin ich da nur reingeraten? Ja, Schnauze. Wir brauchen eine größere Brieftasche. So. Die robuste Brieftasche brauchen wir Kasua-Leder. Aber wir holen uns jetzt erstmal Büffel. Oh, den Außenposten haben wir gar nicht mal. Ist das. Ist noch nicht mal. Gar nicht mal. Ist nicht. Ist noch gar nicht so lange her. Jage den seltenen goldenen Tiger. Mit dem am Zielort gestellten Bogen. Ja. Ganz kurz, ich will noch mal ganz kurz in meinen Beuterucksack gucken. Da, hier. Fell des schwarzen Panthers. Werten gar nicht. Kann nicht weggeworfen oder verkauft werden. Du musst daraus etwas herstellen. Ich frage mich nur, was wir daraus herstellen können. Und wir widmen uns auch gleich noch dem goldenen Tiger-Jagd-Quest-Ding, wenn wir hier. Ich muss mich auch erstmal wieder ins Spiel reinfinden. Ich habe ewige Zeiten gar nichts aufgenommen. Kurz vor dieser Aufnahme erstmal eine Runde Black Ops 2. Ah, scheiße. Ja. Ich glaube, wir können einfach dem Weg folgen, wenn ich auch wirklich auf den Weg gucke. Ah, scheiße. Ah. Wie komme ich denn hier raus? Ach so. Ja, Entschuldigung. Oh oh. Ich höre die doch schon. Oh yeah, so jagen wir heutzutage Büffel. Okay, jetzt. Wo sind denn die? Wo redet hier jemand? Da unten ist eine Frau. Und eine Kiste. Kann ich dir irgendwie helfen?
Brieftasche ist voll. Ob er noch lebt? Ob er an mich denkt? Nee, der ist tot. So, wir sind doch hier im richtigen Gebiet. Und ich höre auch Büffel. Die Frage ist... Ach so. Die Frage ist jetzt, sind die Viecher aggressiv oder sind die... Okay und cool. Die sind... Oh, die sind ganz schön böse hier. So. Wir haben doch noch mehr Waffen hier. Wo ist denn meine Sniper? Scheiße, die Sniper-Wumme ist weg. Dann machen wir das halt alles mit dem Bogen. Oh, scheiße. Der darf nur nicht merken, dass das ich war. Nicht mehr lange. Dann herrscht wieder Ruhe. Oh, scheiße. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ach, scheiß drauf, was soll's. Come on. Come on. Hab ich dich jetzt, verdammte Scheiße. Wie viele halten denn die Viecher aus? Was ist denn los? Krasse Scheiße. Ram. Hier, Büffelfell. Okay, da rennt doch noch ein bisschen was. Da rennt doch noch was. Da rennt doch noch was. Oh, natürlich total verfehlt. Komm schon. Hab ich dich. Ich hab dich. Erstmal nachladen, ey, Wumme hier, ne? Komm schon, nicht, dass es jetzt heißt, der Beuterucksack ist voll. Komm, 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 komm. Was ist denn los hier? Jetzt aber. Alter, Alter. Wo kommst denn du jetzt her? Alter. Alter. Hab ich dich. Komm schon. Erkunde die Insel oder sprich mit Citra, um ein neues Missionsziel zu bekommen. Ich kann was Neues herstellen. Ich weiß nur nicht mehr, was... Anscheinend nichts. Oh, ein Munitionsbeutel. Aha, Büffelfell. Starker Munitionsbeutel, brauchen wir Tigerfell. Und für den erweiterten brauchen wir den Golden Tiger. Den können wir uns doch jetzt auch so langsam schnappen. Wir brauchen noch Kasurleder, brauchen wir noch. Kasurleder brauchen wir noch und wir brauchen noch Dingo-Fell und wir brauchen Hundefell. Alles klar. Alles klar. Erstmal hier wieder eine Spritze in den Arm. Hier ist ja unser Auto so schön geparkt. Allerdings kommen wir hier mit einer Schnellreise fort. Wir können nochmal hier hingehen und uns den goldenen Tiger schnappen. Mit dem Bogen anscheinend. Ich hoffe, ich bin nicht die ganze Zeit zu nah am Mikrofon. Ich hoffe sehr, dass ich... Yeah. Ach so, ja, ich würde mich gern wieder richtig ausrüsten, so wie ich das eigentlich gern hab. Welche waren jetzt die, die mir besser gefällt? Die hier. Ja, genau. Ausgerüstet. Ausgerüstet. Ah.
Beleuchtetes Zielfernrohr bringt nicht viel. Es können bis zu zwei Dinger, aber ich will ja ein bisschen Geld raushauen. Denn... Ausrüsten tun wir die hiermit. Gehen. Habe ich jetzt ausgerüstet, ne? Dann gehen wir nochmal auf die Schrotflinten. Schrotflinten. So. Natürlich können wir ja jetzt hingehen. Noch ein bisschen Geld raushauen. Ausrüsten. Zack. Zurück. Zurück. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch irgendwas. Und bei den MPs nochmal kurz gucken. Die Scorpion ist verfügbar, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sturmgewehre, genau. Das ist was, was mir gefehlt hat. Hier die AK. Keine Aufsätze für diese Waffe. Dann zeigen... Ah, da fehlt mir jetzt die Kohle, egal. Machen wir hier. Da hauen wir... Ah, wohl, die Pump ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay. Dann benutzen wir nochmal den Automaten. Kaufen nochmal Munition. Scharfschützen, Munition. Munition. Ich zeig das so gern, Munition. Schnellverkauf. 11 Gegenstände für 309 Dollar. Jetzt holen wir uns den Fell des goldenen Tigers. Schulter juckt. Ja, den holen wir uns jetzt, ne? Den goldenen Tiger. Okay. Jage den goldenen Tiger. Munition wird am Zielort gestellt. Aktuelles Ziel. Das ist ja jetzt nicht weit. Da können wir schnell hintrampen. Hintrampeln. Was ist denn hier jetzt noch unterwegs? Sind das wieder Büffel? Vor den Viechern muss man genauso Respekt haben wie vor Tigern. Die sind auch irgendwie so Verteidigungslaune und so. Und vor denen kann man echt voll Respekt haben, weil die machen voll Aua. Okay. Hier ist mein Bogen. Bogen hab ich. Das Problem hier beim goldenen Tiger ist, man braucht einen Aussichtspunkt und man muss möglichst gucken, dass dich kein anderer Tiger hier ham und so. Ich sehe nichts. Ich hab das Tier aus den Augen verloren. Da oben war irgendwas. Die Frage ist nur, was. Erstmal hier Kiste plündern. Wildschweinfleisch. Da oben. Das ist er doch. Ja, ist okay. Ich wollte nicht auf X, sondern... Wo kommt denn der jetzt vor? Ich weiß, dass du hier hinten rumschleichst. Okay, ich hab ihn. Das ist er. Komm schon. Wie kann ich denn das hier wegmachen irgendwie? Oh Scheiße. Ich will ihn jetzt nicht aus den Augen verlieren. Problem ist, so ein Tierchen ist immer ein bisschen flink. Ich habe das Gefühl, mich greift noch ein anderer Tiger an gleich.
Und ich weiß nicht, von wo er kommt. Bam. Das war irgendwie die falsche Reihenfolge. Yeah, wir haben ihn. Der goldene Tiger wurde erlegt. Häuten wir ihn. Fell des goldenen Tigers. Boah, ich wusste es. Ich wusste es. Scheiße. Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Habe ich jetzt noch das Fell oder habe ich's nicht? Scheiße. Ich will die Mission jetzt nicht nochmal machen, nur wegen so einem anderen Bangert. So ein Tiger. Okay. Habe ich es jetzt oder habe ich es jetzt nicht? Das ist jetzt die Frage. Es war hier dabei. Genau. Yeah! Das Speichern war doch direkt nochmal ab. Speichern! Okay. Ich drücke immer falsch. Wir müssen dahin, können dann aber vorher ja Außenposten mitnehmen. Können wir, machen wir, tun wir. Wir gehen nochmal zurück zum Außenposten. Außenposten, Schnellreise zu diesem Ort? Ah ja, ich Chef. Machen wir Schnellreise zu diesem Ort. Ob ich ein Problem darin sehe, den Außenposten einzunehmen? Nein, ich kann euch genau erklären, was Wahnsinn ist. Granate, Molotow, C4, Mine, Inventar auffüllen, Pistolen, Munition. Gibt's hier keine... Das gibt's also nur bei uns im Hightech und so, ne? Also so bei der Frau im Amanaki-Dorf. Bei der gibt's das, was ich gerade gesucht habe. Ich habe gerade überlegt, sollen wir uns vielleicht direkt Spritzen mitnehmen? Scheiße. Darunter wollen wir doch. Nordblick-Tankstelle. Heißt es Tankstelle oder habe ich mich verlesen? So, jetzt interagieren wir hier, ne? Was ist denn das für ein Tier? Hey du wirst mein Kühlergrill. Ganz dezent ausgedrückt. Bleibst du mal stehen? Scheiße. Ach komm. Ich hab einen guten Tag, das Leben. Das ist voll mein Ernsten so. Also es ist echt nur, weil ich einen guten Tag hab. Aber wir könnten ja mal... Oh, scheiße. Wir könnten ja mal... Alter. Wow, scheiße. Wir könnten ja mal kurz aussteigen. Weil wir das mit dem Auto nicht schaffen. Und könnten hier... Und... Ganz kurz. Hier... Bin zu weit gerutscht. Und nochmal hier. Und dann... Ja, ihr wisst ja. Zurück. Und yeah! So, wir gehen in die Herstellung. Medizin und Kokain. So. Wir hatten ja noch eigentlich ein paar Blätter im Inventar. Wir holen uns jetzt den Außenposten. Dann krallen wir uns wahrscheinlich noch einen zweiten Außenposten und einen Funkturm. Aber wir müssen ein bisschen noch jagen und dann werden wir direkt weitermachen. Mit Storyline und so, mir ist doch bestimmt gerade der Büffel vor die Räder gerannt, ne? Und ja, so kommen wir eigentlich hin, wenn wir dieser Straße hier folgen. Ja, das ist machbar.
Ja, der ist mir vor die Räder gerannt. Leute, was haltet denn ihr eigentlich von Jagen und so? Ich finde, das ist Pflicht. Oh oh. Naja. War natürlich wieder schlau. Ich habe, glaube ich, irgendwie einen Rakiat auf dem Gewissen. Das war jetzt aber nicht mit Absicht, nicht dass ihr denkt. Und jetzt hier wieder spannende Musik. Tot. Ich weiß doch, du hast Verstärkung gerufen. MP Munition. Da hätten wir, glaube ich, auch sogar hingemusst. Nur haben wir jetzt keinen fahrbaren Untersatz mehr. Er ist hier irgendwie im Fluss gelandet. Hey, du kannst wohl nicht Auto fahren. Ja, ich weiß. Ich höre doch da unten schon wieder rumgeballer. Wer ist tot? Oh. Keiner hat's gesehen. Keiner hat's gesehen. So, du bist doch so ein Messerkünstler hier, wa? Und du bist hier so ein Pirat, wa? Neuer Lager ist da hinten, wa? Wie komme ich denn am besten zu eurem Lager, Mädels? Ich will euch ja eigentlich beschatten und so, ne? Mal ausgucken, so, wie viele Feinde und so. Aber ich habe hier noch eine Höhle entdeckt, die mich jetzt ein bisschen hier interessiert. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, die Höhle ist nicht so weit und ich hoffe, hier tötet mich jetzt nichts. Eine Kiste. Eine Kiste. Munition. Und ich habe nicht geguckt, was drin war. Ich wollte jetzt bloß mal Munition sagen. Weil das... Sprachfehler. Der Munition. Ich finde, das hört sich cool an. Was haben wir hier unten schon wieder? Ach so.